Wir hören das Evangelium und dann steigen nach Lukas im 12. Kapitel. Jesus dreht sich nach die Lügen und läuft hier um Tau. Passt man jo ob und seht jo Föhe, dass die nie unverschämt weht und nie nicht Lob kriegen wird. Glöff mir, ob wenn ein eins hätt, so wird doch sein Leben so lang nicht sicher dör, und wenn er noch so viel vorwiesen kann, hat sie eben. Und das verklärt er Jön, wenn das geliehen ist. Da wäre ein dritten Mann, der sein Land hat dann nicht gut drauf. Und nun fängt er an zu kalkulieren. Was soll ich bloß machen? Wie im besten Willen. Ich kann ja mit dem Land noch uns loben. Nee, wie im besten Willen nicht. Jo, ist ja auch wahr, so muss das werden. Angen und schön, ihr werdet aufregen, nähe mit wir und Kräuter muss sie wehen, und da passt dann eins drin, in Korn und all die anderen Korn. Und wenn ich das klar kriegen hätte, dann, ja, dann wäre ich zu meinem sehr kick. Nun hast du eins zur Hohe gepackt, was du in den Tokomion noch oben leist. Nun verpust die man erst und eh und trink, was du magst und weis verknüpft. Und kuhn, ha heda hat sich selbst beschnappt, da sagt Gott zu ihm, was bist du doch für ein Döswald? Den Tief ist abgehoben. Nach dieser Nacht werde ich den Seel von dir holen. Und wo kein Scheiden, das kriegen, was du einst hochgejagt hast. Mag ja das Gold, sagt Jesus. So geht das mit jedem ein, der fehl Obstapeln deit und wann er Krieg ist. Und der für Gott kein Tiet und auch so nichts für ihn über hat. Amen. Wie wollt nun das nächste Lied singen? Großer Gott, wir loben dich. Das steigt im Gesangbuch 331. Die Strophen 1, 2 und 3. 331. Thank you.
den Geschwindigkeit, der eben hört, der uns da wie Lukas im 12. Kapitel von dem Evangelium verteilt wird. Geht um, dann ein Geld, was hat, Land hat ja auch Trauben, ist ein Geld, ja auch und nun will er immer mehr. Noch ein schrühender Terbaum, noch ein schrühender Terbaum. Ich glaube, das ist ein Thema, was wahrscheinlich uns allen irgendwo ein Stück weit in den Haaren echt ist. Ist ja eigentlich auch gut, noch nicht. Ja, oder nicht? Ist doch nicht gut, wenn man immer mehr hat, wird immer auch ein bisschen gerunter geworden. Aber das bringt auch ein paar Probleme mit sich. Wie als Kark, dann werden die alle in der Zeitung lesen haben, wir haben in dieser Wege noch ein hellbühl Problem gehabt und haben auch noch lange damit angefangen. Da haben uns Bobensen in Oberkirchen gesagt, doch, wir wollen die immer mehr von haben. So hellgenau haben wir dann noch in den Zusammenhängen noch nicht verstanden, aber immer mehr haben. Und wir merken in diesen Tiden, in diesen Tagen, dass der helle Bankenwert und all was da kommt, mit den Investitionen und den Verstauern geworden, genau das bringt im Moment all zusammen. Und uns als Kark hat dann den Kopf erwischt an diesem Steg. Ich glaube, was nicht stimmt, was einfach nicht stimmt, ist, dass der Kark Geld verzockt hat, so als das bei uns in Zeitung stund. Das stimmt nicht. Ich glaube, der Herr versucht, mit Geld, Gewissen und Welten was anzubringen. Aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es ein Fehler ist. Und ich habe mir diese Hellwicke ein Bühne überhagen und ich weiß, ob das Bühne nun aus der Gemeinde kommen sind und sagt dann, was machen ja nun den Charakter und wie wurden ein Stück wie du gut bauen. Das finde ich nicht. In diesem Wege haben wir doch Fauktiz überhagen und ich hoffe, dass wir alle miteinander für den Kark und wo wesentlich und geht, dass wir auch hinkriegen. Aber vielleicht auch nochmal ein anderes Beispiel. Was mir ein Mann oder eine Mutter verteilt hat, mit der ich ein Gespräch habe. Wir sind über dieses Thema immer mehr hergegeben, sind wir dort gekommen. Und sie verteilt, dass sie ihr Kind, ihr Sohn, eigentlich verloren hat, weil sie immer mehr von uns wurde. Dann hätte sie sehr weh, sehr darum gedacht. Sie hat versucht, sie hat, ich habe mein Kind, ich habe meinen Sohn verloren, weil ich immer mehr von ihm will. Eigentlich mehr von ihm will, als er geben kann. Mehr, als er hat. Und das ist in der Herrenfamilie ein Thema fest. Und mit sehr irgendwann er mal verstanden hat, was das Thema ist. Und dass das Thema ist, dass er immer fühlst du für wohl. Er muss immer gerne in Schwer gewesen, er muss immer in Sportverein gewesen, er hat eigentlich gar keine Lust. Und er muss immer alles sauber machen, weil Mama sagt, Jung, das musst du dir. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und mit ihr ist er irgendwann auf etwas gegangen. Und hätte er gesagt, weißt du was, du laut niemand ein Lerner. Ich würde mein Leben ein Lerner leben, laut du mir in Ruhe. Und 15 Jahre, haben die beiden keinen Kontakt miteinander. Mutter und Sohn, Mutter und Sohn, der Kind Kontakt haben, weil so wär's denn, dass man immer fühlst zu fühlen von der Ruhe. Und dann hat sie verteilt, und da komme ich mal runter, Herr Jörg,